Hallo WPU, willkommen zu einem etwas längeren Wochenendvideo mit der Webley Spectre. Ich habe den Service Channel von meinen Kollegen, dem Benjamin Trigger International und Kevin Wegmaster, mal aufmachen lassen. Das heißt also, die Kommentarfunktion geöffnet und habe dahingehend schon ein paar sehr interessante Kommentare bekommen und Anfragen. Und auf diese Anfragen werde ich in nächster Zukunft auch reagieren. Finde ich ganz lustig und finde ich auch ganz spannend. Da hat sich der Tommy gemeldet, der wohl die Spector schon besitzt und hatte ein paar Fragen gestellt. Und das ist jetzt meine Videoantwort darauf, Tommy. Die Spector habe ich schon seit längerer Zeit, glaube ich 1,5 Jahre, und komme mit der offenen Visierung nicht klar. Ich bin an sich ein Open-Sight-Schütze, aber die Kimme ist verstellbar. Hier also recht gut auch. Korn ist dann in der Kimme sehr grob und deshalb habe ich darauf dahingehend ein kleines mit wenig Auflösung montiertes ZF draufgehauen. Der Abzug ist dahingehend ohne Druckpunkt. Kann ich kurz demonstrieren. So, das Gewehr ist entsichert und gespannt und ist aber kein Diablo implementiert. Es ist kein fühlbarer Druckpunkt vorhanden, er ist also recht weich. Er hat sich im Laufe der Zeit also nach hinten gezogen, der Abzug. Der Abzugsmechanismus. Und man muss hier, das ist der Vorzugsweg, und dann irgendwann mal ohne fühlbaren Druckpunkt kommt dann der Schussknall, dann löst die Waffe aus. Aber man kann sich dran gewöhnen. Die Webley hat einen Pistolengriff. Ist so kriegswaffenmäßig designt, sage ich mal. Also nicht schlecht. Auch die Unterseite hier in griffelter Form. Lässt sich leicht spannen. Ist also ordentlich ganz gut verarbeitet. Scheint wohl das System der Mercury, glaube ich, Chili heißt sie, zu sein. Das Ding hier ist nicht höhenverstellbar, die Schaftbacke. Und sie macht schon Spaß, muss ich sagen. Ich habe sie durch den Chroni geschossen. Sie liegt so zwischen 6,4, je nach Geschoss, zwischen 6,4 und 6,8 Joule. Also nicht unbedingt der Overhit. Aber fürs Plinken und so weiter ist die Waffe geeignet. Ihr Streukreis bewegt sich auf 12 bis 15 Metern, ungefähr bei 1,5 Euro bis 2 Euro. Ist nicht mehr rauszuholen, wie schon gesagt, weil ihr Prellschlag doch schon ganz heftig ist. Warum das Video etwas länger wird, kann ich euch erklären. Ich habe verschiedene Ziele aufgebaut, zeige ich euch gleich, und die werde ich mit verschiedenen Diablos beschießen. Ich werde dieses Video wahrscheinlich unter den Begriff Slugs and Pointer, also Slugs sind also Geschosse, die aus Pumpguns rausgeschossen werden, normalerweise Buckshot, das sind Schrotgeschosse, aber diese Shells werden dann auch mit verschiedenen anderen Projektilen bestückt und das sind dann eben halt Slugs und ja, genauso Geschosse wie unsere Geschosse auch. Ich werde verschiedene Ziele beschießen mit verschiedenen Diablos, Skanko Orange Stinger, dann JSB Express, dann die Gamo Rocket, dann die Gamo Rocket Zinn und dann habe ich hier auch noch einmal die Hornets. Das wäre dann der erste Durchgang auf die Ziele, die werde ich euch gleich zeigen. Die gleichen Ziele werde ich dann gleich mit der an sich nicht schlechten, gut gebauten Webley Spectre beschießen mit den Field Target Trophy Green. Diese Field Target Trophy Green sollen alle Diablos hier ersetzen. Das schauen wir mal, ob diese Field Target Trophy Green, die eierlegende Milch, Wollsau sind, also alle hier vorhandenen Diablos ersetzen und eventuell den gleichen Effekt entwickeln, wie diese Videos, wie diese
Geschosse. Schauen wir mal. Ich werde erst den ersten Durchgang machen mit diesen vorhandenen Diablos und danach werde ich auf die gleichen Ziele schießen oder auf dieselben Ziele schießen, nur mit den Field Target Trophy Green. Schauen wir mal. So, hier haben wir die Geschosse. Ich werde die Einschläge, die Trefferwirkung und so weiter ein bisschen raffen, den Zeitraffer, damit das Video nicht zu lange wird. Ich werde hier auf einen markierten Teller schießen, also Slugs in Pointer. Slug ist das Geschoss und Punkt ist der Punkt. Dann hier auf eine Wasserflasche. Dann hier auf eine Energy-Dose, die heißt sogar Bullet. Ja, Bullet. Wer kein Englisch kann, heißt Kugel. Dann haben wir hier eine Deo-Dose, das übliche kennt ihr schon bei mir. Dann habe ich hier eine Bierpulle, die habe ich hier in den Eimer gestellt, wegen der Scherben. Ich denke mal, dass das Geschoss hier auch durchgeht, durch den Eimer, geht ratzefatze, damit ich hier nicht zu viel Probleme habe mit Scherben im Garten. Ich habe einen Hund oder Hunde und die sollen sich ja auch nicht verletzen. Dann habe ich nochmal so eine Durchschlagsgeschichte mit zwei Hundefutterdosen und dann nochmal so ein Tontöpfchen vom Penny Pizza auf Zucht Kräuter. Naja, schauen wir mal. Ja, das wären dann die entsprechenden Ziele. So, diese Kamera werde ich jetzt vor den Zielen postieren, drapieren und werde euch dann zurufen, mit welchen Geschossen ich schieße, auf welches Ziel. Ich hoffe, man hört das. So, die Schussdistanz beträgt 15 Meter und zwischen 10 und 15 Metern ungefähr, 12 Meter kann es auch sein, 13. Und ich schieße nicht aufgelegt, freihand stehend. Ja, so heißt das, ne? Auf geht's! Links oben, Gamo Rocket Bierflasche. Links oben, Gamo Rocket Bierflasche. Kaputt. Links unten Gamo Rocket Zinn Teller. Links unten Gamo Rocket Zinn Teller. Treffer. JSB Express Wasserflasche. JSB Express Wasserflasche. Auf geht's. Links oben Gamo Rocket Bierflasche. Unten Gamo Rocket Zinn Teller. Links unten Gamo Rocket Zinn Teller. Pfeffer. JSB Express Wasserflasche. JSB Express Wasserflasche. Dose. Was nehmen wir denn da? Hornet, H&M Hornet Energy Dose.
Enzo und Stinger Deodose. Damo Rocket Zinn oben rechts das Tontöpfchen. Damo Rocket Zinn oben rechts das Tontöpfchen. Kein Trefferwirkung. Damo Rocket Zinn Tontöpfchen. Treffer. H&N Hornet Dosen. H&N Hornet Doppeldose. Komm, noch ein Schuss. H&N Hornet Doppel Hundefutterdose. So, WPO, jetzt haben wir hier mal die Deodose mit den Skenko und Stinger. Zweimal gelocht, Plastikmantel ist noch drin. Die Energy-Dose ist gelocht. Der Teller ist hier getroffen worden. Dann haben wir hier die kaputte Bierflasche. Sorry, auch kaputt. Hier haben wir die Wasserflasche. Auch gelocht mit den JSB Express. Einwandig. Okay. Dann haben wir das Tontöpfchen. Das haben wir gesehen. Ist zerstört. Und dann haben wir hier mit den Hornet noch einmal auf die Wand. Ich entferne mal kurz die Wasserflasche. Ist widerspenstig. Trefferlage ist nicht so besonders. Hier die Trefferlage. Immer alles oben rechts. Ja, die sind verschiedene Diabolos, gehen in der Waffe auch unterschiedlich. So, normalerweise gehen die Hornet doppelbandig bei allen Waffen. Die Waffe ist schwächer. Schauen wir mal, ob die Hundefutterdose doppelbandig. Ja, hat sie auch geschafft. Also so schlapp ist die gar nicht. So, und diese ganze Geschichte und diese ganzen Ziele werde ich nochmal neu aufbauen. Und dann werde ich diese Ziele nur, ich hoffe, mit der eierlegenden Milchwollsau beschießen, und zwar mit den H&N Field Target Trophy Green. Bis gleich. So, WPO, willkommen zum zweiten Durchgang. Und zwar werde ich dann diese Ziele beschießen. Ich habe also jetzt hier die Punkte gelassen. Hier ein bisschen hier drehen, die Pulle Richtung Ziel, zwischen Abschusspunkt. Ich habe die Ziele jetzt ausgetauscht und werde schießen, ich hoffe, mit der eierlegenden Wollmilchsau, schweres Wort, den H&N Field Target Trophy Green. So, ich will damit demonstrieren, dass also auch bei schwachen Waffen verschiedene Geschosse die Trefferwirkung erhöhen können. So, dann schauen wir mal. Trophy Green auf alle Ziele. Auf geht's. Oben links Bierflasche. Field Target Trophy Green. Keine Trefferwirkung. Oben links Bierflasche. Field Target Trophy Green. Trefferwirkung. Unten links Teller, Field Target Trophy Green. Teller, unten links. Trefferwirkung. Wasserflasche, mittig. H&N, Field Target Trophy Green. Zweiter Durchgang für den Field Target Trophy Green. Auf alle Ziele. Auf geht's. Oben links Bierflasche. Field Target Trophy Green. Keine Trefferwirkung.
Oben links Bierflasche, Field Target Trophy Green. Trefferwirkung. Unten links Teller, Field Target Trophy Green. Teller, unten links. Trefferwirkung. Wasserflasche, mittig. H&N, Field Target Trophy Green. Trefferwirkung. Hundefutter Doppeldose. Field Target Trophy Green. Hundefutter Doppeldose. Field Target Trophy Green. Tontöpfchen. Oben rechts. FTT Green. Tontöpfchen. Trefferwirkung. Energy. Bullet. Die Kugel kriegt die Kugel. Treffer. Letzter Schuss. Field Target Profi Green. Neodose, unter rechts. Kein Treffer. Noch einmal. Neodose, Field Target Trophy Green, unter rechts. Treffer. Das war der Durchgang mit dem Field Target Trophy Green. Hier, wie mit dem Scanco. Glaube ich, ist kein Korlich geschossen. Doppelt gelocht. Gute Geschichte. Die Bierflasche ist auch in Dutt. Wie man sieht. Also auch mit Field Target Trophy Green. Die Field Target Trophy Green auf die Wasserflasche. Habt ihr gesehen. Kam Wasser raus. Einwandig. Alles easy. Ach so, Teller ist auch kaputt. Habt ihr gesehen. Dann die Bullet. Hatte ich gerade noch vergessen zu sagen. War nur einwandig durchschlagen worden. Und hier für die Field Target Trophy Green zweiwandig. Tontöpfchen auch im Eimer kaputt. So, und dann mal die Dosen. Schauen wir mal, was die Spector geschafft hat. Einwandig, zweiwandig. Ja, und noch so ein paar kleine Dellen hier oben drin. Zweiwandig. Ja, würde ich sagen, das ist die. Die H&N Field Target Trophy Green laufen sehr, sehr gut in der Webley Spector. Wusste ich vorher schon. Ich hatte sie nämlich mit diesem H&N Field Target Trophy Green schon ausprobiert und kannte die Ergebnisse. Deswegen könntet ihr euch die anderen Kugeln sparen, die anderen Geschosse. Und wenn ihr also gerne präzise schießt, weil die geht auch recht präzise mit den Field Target Trophy Green, muss ich ganz ehrlich sagen. Daher braucht ihr für diese Waffe wirklich nur eine Diablo-Sorte. Und zwar die H&N Field Target Trophy Green. So, das sind die Field Target Trophy Green mit 0,36 Gramm. Und ja, die ersetzt quasi mehrere andere Diablo-Sorten. Ja, die Webley Spector hat sich ganz gut geschlagen. Ist eine halbwegs präzise Waffe. Ist mehr sowas zum Plinken. Also zum Hochpräzisionsschießen, denke ich mal, taugt sie nicht unbedingt. Und wer mit Prellwaffen, Preller, mit Prellern sehr gut zurechtkommt, ja, kann ich diese Waffe definitiv empfehlen. Allerdings nur mit ZF. Weil ich schieße gerne mit der offenen Visierung. Das klappt bei dieser Waffe wirklich nicht unbedingt. Und der Abzug ist etwas gewöhnungsbedürftig. Er ist weich, er hat keinen Druckpunkt. Ja, kommt spät. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ist manchmal für Männer auch ein bisschen anstrengend. Ja, und das ist diese Waffe auch. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. War ein schöner Test. Schöner Samstagabend. Ich genehmige mir jetzt ein kleines Bierchen und sage vielen Dank fürs Zuschauen und grüße alle Nutzer und Freunde von WPU
Und vielleicht lasse ich sogar die Kommentarfunktion auf dem YouTube-Channel offen, weil da gibt es ein paar nette Anregungen, da gibt es ein paar nette Leute. Vielleicht registrieren sich diese YouTuber auch bei BPU. Schauen wir mal. Ich bedanke mich, macht's gut. Und Tommy, das war die Webley Spector. Ich weiß nicht, ob du sie hast, aber war keine falsche Wahl. Bis dann, tschüdelö, euer Nobby.